Ja, Systemlernen. Hintergrund zu dem Video. Wir beschäftigen uns ja am Institut für Systemische Beratung recht viel, gerade mit diesem Thema. Wir haben hier auch ein neues Curriculum entwickelt. Ich habe letzte Woche in unserem Kollegenkreis ein kleines Beispiel erzählt. Und daraufhin wurde ich gefragt, ich bin eher genötigt, dieses Beispiel nochmal auch per Video festzuhalten. Also das ist jetzt mein Versuch. Kleine Anleitung an das Video. Ich möchte ein Beispiel erzählen, ganz frisch aus meinem Praxisalltag. Dazu werde ich immer versuchen, an geeigneter Stelle einen Scheinwerfer hochzudimmen, nämlich wo es genau um das Systemlernen geht. Bei meiner mentalen Vorbereitung habe ich gemerkt, ich kann es aber auch nicht trennen von klassischen systemischen Grundlagen und Basics. Bedeutet also, für Sie ist es immer vielleicht ein bisschen Auffrischung an systemischer Normalarbeit und an geeigneter Stelle, wie gesagt, dann eher der Fokus, der mich antreibt zum Systemlernen. Bevor ich ins Beispiel gehe, eine Grundannahme von uns, wie wir auf dieses Thema Systemlernen schauen. Für uns ist es nicht der Gedanke zu sagen, wir tragen ein eigenes Thema wie die lernende Organisation in einer Organisation und versuchen, dass da viele Menschen erfolgreich dran rumarbeiten oder basteln, sondern eher zu sagen, wie kann es gelingen, dass Menschen, die eine reale Leistungsgemeinschaft sind, beim Bearbeiten von realen Themen miteinander lernen oder Lernschleifen einziehen. Also nicht lernen als Kunstthema on top. Und wenn wir dann als interne, externe Berater konsequent auf Systemlernen schauen, dann bedeutet es folgerichtig bei einer Kundenanfrage, wie in einem automatischen Reflex zu schauen, fragt der Kunde nach einer Maßnahme, erstmal zu überprüfen, ist die Maßnahme, die der Kunde im Kopf hat, für ihn auch wirklich die wirksamste. Wenn man das dann überprüft hat, als nächstes zu schauen, ist man der geeignete interne, externe Berater, aber eben nicht mit einer Haltung, ich möchte als Berater mit glänzenden Interventionen auffahren, sondern dann auch gleichzeitig mitzudenken, wie könnte diese Maßnahme en passant oder auch hauptsächlich noch genutzt werden, um Lernkultur intern zu multiplizieren. Also das quasi direkt von Anfang an mitzudenken. Jetzt konkret in das Beispiel, ganz frische Kundenanfrage, da ging es zufällig um ein Einzelcoaching. Das hätte auch ein Großgruppen-Event sein können oder Beratung zu einem großen Change-Vorhaben. Für die Logik dessen, was ich erzählen will, spielt das gar keine Rolle. Klassisches Telefonat, Kunde hatte als Führungskraft, Automotive, Bereichsleiter, eine Coaching-Serie im Sinn, ist auch schon abgesegnet worden vom Budget. Er möchte an bestimmten Führungsthemen arbeiten, die seine Führungskräfte, die er führt, mehr gewinnen, auch ich weniger monologisieren, besser zu delegieren. Also alles Themen, die in reale Führung des Alltags gehen. Meine Steuerung jetzt als Berater ist, da schon zu überprüfen, okay, ist das die richtige Maßnahme? Weil selbst wenn wir gutes Einzelcoaching haben, hat der Kunde natürlich immer das Transferthema. Wie überträgt er das dann auf sein Team? Und ihm dann plausibel gemacht, ob er eine genügend Grundoffenheit hat zu sagen, lassen Sie uns doch direkt mit Ihrem Team arbeiten. Sie finden bestimmt reale Themen, die Sie ohnehin haben. Und im Hinterkopf gucken wir genau auf den Coaching-Auftrag, dass Sie schon der Kunde bleiben, aber wir haben einen anderen Ausspielweg. Idealerweise lernt das Team natürlich en passant auch einiges dazu für eigene Kooperation und Abstimmung. Und da war er ganz offen. Also statt Einzelcoaching wurde es dann ein Team-Event. Jetzt das Team-Event, das war ein 3-Stunden-Workshop, auch alles sehr transparent gemacht, also jetzt nicht heimlich gesagt, wir machen Team-Workshop, obwohl eigentlich Einzelcoaching war, sondern ganz offen gesagt, im Prinzip Uranfrage war ein Einzelcoaching. Der Gedanke ist folgendes, das mit Ihnen als Team zu machen. Wenn es schlecht läuft, ärgern Sie sich im Team nachher über Zeitverschwendung, wo doch eigentlich der Chef mal ein bisschen Coaching bekommen sollte. Wenn es gut läuft, hat es sofort eine Wirkung für Sie und Sie können auch direkt was umsetzen in dem Team oder für sich.
Und jetzt aus dem Workshop eine Stunde, die jetzt da typisch war, herausgepickt. Setting war folgendes, dass das Team auch übt, miteinander steuerungsklar zu reden, auf hochwertige Fragen zu antworten, sich in Fokusdisziplin zu üben, in Zuhören und in Bezogenheit. Eine Runde gemacht mit ein paar schriftlichen Fragen, die wir vorgegeben haben, auch wo klare Zeitvorgabe an die Personen waren, nämlich in dem Fall an die 5 Geführten im Raum und der Auftraggeber und Chef des Teams durfte nicht mitreden, saß 2 Meter entfernt, also klassisches Fishbowl-Format, durfte nur zuhören und hatte sich nachher auf diese Runde zu beziehen. Die Fragen, die kann man immer anders stellen, mal so ein Flair von Fragen, die wir reingestellt haben, waren mal der Blick auf das Positive, was waren meine Highlights in der Kooperationsbeziehung mit Herrn X in den letzten Monaten, inwiefern fühle ich mich gut geführt, dann was fehlt mir noch an Führung, damit ich zur besten Version für Firma Y werde. Also nicht irgendwie Kritik zu sagen, sondern es muss ja einen Sinn haben. Also man soll eine beste Version für eine Company sein und was ist der Führungsbeitrag da? Was ist mein spezieller Wunsch an Herrn X für das kommende Jahr? Bis hin, da war die Offenheit möglich, weil wir auch viel Humor hatten, zu sagen, wenn ich anmaßend sein dürfte, Herrn X, also meinem Chef, einen Coaching-Auftrag zu verbraten, was würde ich ihm dann mitgeben oder anordnen wollen? Das waren die Fragen. Die können immer ein bisschen anders sein und vom Verlauf auch so, dass nicht durcheinander geredet, geschwätzt werden darf, sondern klar ist mit Stoppuhr, immer Handy, Stoppuhr an, jeder 5 Minuten Zeit bis zum Klingelton auf diese Fragen zu antworten, mal 5 gleich 25 Minuten. Der Chef sitzt draußen, wird nicht angeguckt, darf auch nicht reagieren, mitreden und nimmt die ganzen Gedanken auf. Nach diesen 25 Minuten hat der Chef nur einen Auftrag, den man ihm vorher erteilt hat, nämlich eben nicht, wie man es klassisch kennt, seine Meinung zu sagen oder ja aber zu rufen, sondern erstmal nur wiederzugeben, was ist bei ihm angekommen, was dem Team wichtig ist. Gehen wir jetzt auf eine Systemlernen-Perspektive. Was steckt drin? Also statt im stillen Kämmerlein jetzt Einzelcoaching zu machen, ist es auf ein Team übertragen worden, ohne das Coaching-Thema zu verfehlen. Und im Team wird jetzt in dieser Form geübt, fokussiert zu reden, auch freundlich kompetente Konfrontationskultur zu üben oder zu professionalisieren. Das Zuhören, Mitnehmen der Leute, was übrigens viel weniger dieses Senden und Texten ist, sondern eher mal zuzuhören und die Menschen zu verstehen etc. Anderer System-Lerngedanke. Dazu habe ich kurz vor dieser Übung ein kleines Erklärvideo gehalten zu einem für uns wichtigen Metamodell, dem Kulturbegegnungsmodell. Sehr verdichtet die Kernaussage ist, treffen Menschen aufeinander, ist es der Normalfall, dass sie sich nicht gut verstehen. Also brauchen wir viel mehr Wirklichkeitsabgleiche. Didaktisiert war das darüber, dass das Team 25 Minuten redet, der Chef zuhört, aber sein Zuhören ist ausgerichtet, nämlich er weiß, er hat nachher wiederzugeben, was ist dem Team wichtig. Das kann für viele, die Modelle nicht kennen, ein bisschen künstlich aufgesetzt wirken. Sie ahnen gar nicht, wie sehr man auf unterschiedlichen Planeten ist, obwohl man ja 25 Minuten zugehört hat. So, das war jetzt diese 25 Minuten, dann kam der Abgleich von dem Chef und das Team hat nachher auch eine Einschätzung gegeben, zu wie viel Prozent ist unser Eindruck, dass der Herr Chef bei uns im Raum gewesen ist. Das war ein sehr hoher Prozentsatz und ich habe ganz oft, dass Teammitglieder sagen, ich glaube, der war gar nicht im Raum, der hat die letzte halbe Stunde gar nicht zugehört. Das ist zwar irgendwo schlimm, wenn es passiert, aber gut, wenn es dann rauskommt. Vom System lernen. Wenn es gut läuft, kann jeder von den 5 Geführten nun von den Stilen, auch dem Modell, was wir eingeführt haben, wieder was mit in seinen Alltag nehmen.
Dann, um es dann so langsam Richtung Ende zu bringen, war natürlich auch der Gedanke, was sind nächste Schritte? Von jedem der Geführten kamen auch ganz andere Wünsche, auch Coaching-Aufträge nach oben, die dem Chef auch eingeleuchtet sind. Also wichtig, hier geht es nicht um neue Basisdemokratie, wir doktern am Chef rum. Also das waren wichtige Themen, die ins Licht kamen. Jetzt ist auch hier die Frage, was macht man? Man könnte jetzt sagen, Einzelcoaching-Serie nach dem, was dem Team wichtig ist. Aus einer Lernsicht haben wir Folgendes vereinbart und auch komplett übrigens transparent gemacht. Meine These ist übrigens, hochwertige Transparenz können alle Teammitglieder nehmen. Da wird nicht gedacht, ja, das muss der Chef doch selber wissen, was nutzt er uns hierfür. Es ist eher ein Learning Conversation, wo alle von profitieren. Next Steps sind vertikale Coachings mit jeweils einem aus dem Team zu diesem speziell fokussierten Thema, ausgespielt in folgender Version. Ein Coach trifft sich mit Oberchef für eine Stunde tatsächlich alleine. Der Lerngedanke ist aber nicht, ihn schlau zu coachen und als Coach den Mehrwert zu erzeugen durch guten Input, sondern den Oberchef so mit Fragen zu führen auf das anstehende Vertikalgespräch, dass dieser Chef möglichst alleine das anstehende Führungsgespräch, Klärungsthema ins Licht bringt. Der Coach also jetzt nicht glänzt durch seine eigenen hochwertigen Interventionen, sondern daneben sitzt vor dem normal arbeitenden vertikalen Duo und dann immer wieder kleine Interventionen gibt in zum Beispiel Richtung, welche Fragen wären noch gut, welche Hypothesenbildung wäre gut, welche Steuerung wäre gut. Also den Oberchef zu unterstützen in wirksamer Alltagsführungsarbeit. Und das ist natürlich ein bisschen ein anderer Weg als Einzelcoaching oder der Coach versucht, eigene Interventionen zu bringen. Jetzt bin ich gespannt, ob ich Sie ein bisschen verloren habe oder komplett verloren habe, aber irgendwo in dem Spektrum müsste es sein. Danke, tschüss.